Video. Lasst ein Like da und ein Abo da, das wäre mega nice. Und wir gehen jetzt zu meiner Arbeit bei Stunny. Junge, Ente, wo bist du? Du Faulpelz. Bist du Stunny? Ich bin hier. Ich hab gerade mein Video angefangen. Ach so, ja, Ente, du musst arbeiten, Bro. Du hast keine Zeit für Videos. Komm mit arbeiten, Junge. Nee, ich hab keine Zeit für Videos. Was soll die Spinne rein? Ja, du musst arbeiten und du hast heute eine wichtige Aufgabe. Und welche wichtige Aufgabe? Ja, Ente, es ist eine sehr wichtige Aufgabe fürs Autohaus. Und zwar nimm mal hier diesen Wassereimer. Was soll ich mit dem Eimer? Der ist leer. Ja, der ist leer. Du nimmst jetzt hier das Wasser raus. Boom. So, jetzt ist der Eimer voll, richtig? Ja, jetzt ist der Eimer voll. Und jetzt? Ja, und jetzt kommst du mit. Zack, 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 zack. Schnell, dann rennst du hier lang. So, also hier rennst du hier lang. Ja? Boom, boom, boom. Also das ist echt, das ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, hey, Ente. Ich kapier's nicht, was hat das mit dem Auto zu tun? Was mache ich ja, hier? Und hier machst du das Wasser wieder rein. Hä? Mr. Stunny, warum? Einfach so, Ente, weil ich das sage. Das kann nicht hier ernst sein, Mr. Stunny, das ist ein Ozean. Jetzt wieder zurück, Ente. Zurück, 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 zurück. Ente, du dürfst nicht immer so viele Fragen stellen, Bro. Du musst einfach machen, weißt du? Ich denke, du bist die Macher-Ente. Und Leute, der meint das nicht ernst, oder was? Hier wieder Wasser raus und da hinten wieder rein. Trollen Sie mich gerade? Ist das ein Trollvideo von Ihnen? Nein, ich mache kein Video. Ich arbeite hier fürs Autohaus. Und jetzt mach deine Arbeit endlich. Ja, geh rein. Was okay, ist, ich bin im Büro. Stein, ich mach das, Leute. Ich soll Wasser schöpfen und da in den Ozean wieder kippen. Das ist doch einfach nur Schikane, Mann. Och, Mann, ey, Leute. Hätte ich da mein Tankiladen nicht an ein Crybix so billig verkauft, dann müsste ich heute nicht arbeiten. Denn der Tankiladen läuft bestimmt gut und jeder mag Takis essen in der Stadt. Und jeder will die kaufen, aber niemand bekommt sie, Mann. Ich hätte nicht abgeben sollen. Mein Prime-Land ist ja auch geschlossen. Ich habe nur noch meine Rainbow-Takis, die ich verkaufe. Aber wie soll ich die Rainbow-Takis denn verkaufen, Mann? Wenn ich die irgendwie verkaufe, dann erwischt mich die Polizei und nipp ich dann wieder fest. Das ist gar nicht gut. Ich muss jetzt wieder diesen komischen Job hier machen, Mann. Ich mache das ja gerne, aber ich bekomme immer so doofe Aufgaben. Ich hätte mich doch nicht selbstständig machen sollen. Ich hätte mehr machen sollen. Irgendwas, was mir erlaubt ist oder so. Aber warte mal, ich habe doch noch die Rainbow-Takis, Leute. Die muss ich jetzt doch irgendwie an den Mann bringen. Dann muss ich nicht so viel arbeiten gehen. Hey, was macht denn Mr. Stunny da vorne? Mann, dieser olle Automat hat immer noch keine Takis, Mann. Ich will meine Takis haben, Mann. Ich hab so Hunger. Oh, die will Takis haben. Das ist dieser billige Automat von Alpha und der kann hier nicht mal coole Süßigkeiten reinpacken. Den ganzen Müll, den er hier hat, will doch keiner haben, Mann. Ey, ich würde die ganzen Automaten leer kaufen, wenn da Takis drinne wären. Ey, Mann, ey. Leute, so ein Müll. Habt ihr das gerade gehört? Der würde Takis am Automat kaufen. Warte mal, Alpha hat jetzt am Automat keine Takis. Was wäre, wenn ich einfach meine Rainbow-Takis einfach in einem Automaten verkaufe in der Stadt? Das wäre viel schlauer. Da würde mich die Polizei auch nicht mehr so leicht erwischen, dass ich hier Takis in der Stadt verkaufe. Leute, ich muss jetzt meine Rainbow-Takis holen. Ich habe die beim KFC gelagert und ich werde einen Taki-Automat in der Stadt aufstellen und da werden alle Leute die Takis kaufen. Aber warte mal, ich hole jetzt meine Rainbow-Takis. Ich könnte eigentlich noch mehr Takis verkaufen, wenn ich an Takis kommen würde, aber die sind nur in einem Crybex seinem Shop und da komme ich schlecht dran, Leute. Deswegen, ich will mir jetzt erstmal kurz einen Automat hier vorne kaufen bei dem Shop und dann werde ich einen kleinen Taki-Raumzug starten und mir die Takis aus seinem Taki-Laden holen und die dann in meinem Automaten verkaufen, genauso wie meine Rainbow-Takis. Und dann werden wir heute richtig reich hier in Minecraft RP durch meine Taki-Automaten. Ich habe jetzt so eine Arbeit weggeschlichen. Ich hoffe, Mr. Stunny merkt es nicht. Denn ich muss jetzt hier zum Handel gehen. Hier gibt es im Automaten und so Stuff zu kaufen. Und oha, da steht ein Automat für 2 Stacks Geld. Perfekt. So, den stellen wir jetzt irgendwo auf. Den habe ich hier im Kristall. Jetzt gucke ich mal, wo eine gute. Oh, da kommt dieser Stein. Oh nein, den darf ich nicht sehen. Ich muss mich verstecken vor dem. La, 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 la. Oh. Ich kaufe neue Takis. Er kauft hier vielleicht Takis. Er sucht dir mal Takis, Leute. Mann, hier gibt's auch keine Takis, Mann. Was ein Drecksladen hier. Junge, einfach, Junge, nimm das, wow. Junge. Der ballert den Automat einfach ab. Der rast hier richtig aus, wenn er keine Takis bekommt. Oh, der wird noch saurer, wenn er mich nicht erwischt. Ich muss unbedingt den Taki-Automat aufstellen. Ganz schnell. Denn wenn ich den nicht aufstelle, dann wird Mr. Stunny extrem sauer. Der will seine Takis doch haben. So, wir platzieren jetzt einfach den Automat neben Alphas Automaten einfach hin, Leute. Perfekt. Hier ist die beste Position für den Taki-Automaten. So, Leute, jetzt steht mein Automat genau neben Alphas Pillow-Automat. Perfekt.
Boah, der wird so ein Verkaufsschlager geben. Aber Leute, hier ist doch gar nichts im Automat drin. Ich muss doch meine Takis da reinstellen gleich. Und ich werde so viel mehr als einfach mit seinem Automat verkaufen. Was gibt's denn für Süßigkeiten? Die sind von gestern, die will niemand kaufen. So, da muss ich den Automat noch konfigurieren. Ich muss die Takis besorgen. Das hab ich ja schon. Hä? Alpha? Was soll die alles denn? Was ist das? Alpha, das ist mein Automat. Das sieht fast genauso aus wie meiner. Ja, Alpha, bei deinem Automat gibt's leider nur Schmalspur-Süßigkeiten. Guck mal, was es da gibt. Da gibt's nur Chips und keine Ahnung was. Cookies gibt's hier, Chips, hier gibt's Tee sogar, du kannst dir Jellybeans holen, was redest du? Ja, und Alpha, da hat sich schon erst satt gegessen. Weißt du, was der neue Verkaufsschlag in der Stadt ist? Was denn? Takis, und du hast keine Takis. Der Automat sieht aus wie mein Automat, du hast mir geklaut. Nein, Alpha, das ist meine eigene Kreation. Schau mal, der hat sogar die Taki-Farbe. Du stellst ihn direkt daneben. Pack den hier weg und stell ihn woanders auf. Ich stell ihn irgendwo anders auf, Alpha. Du wirst sehen, ich darf ein Automat aufstellen, wo ich will. Das ist nicht dein Grundstück. Doch ist es. Ich wollte hier meinen Laden hinbauen. Tja, Alpha, aber guck mal. Hier fängt der Laden an und hier ist einfach doch Wiese, hier ist Stadt, du kannst gar nichts machen. Junge, was ist da draußen für ein Krach, Alter? Ich bin ja gerade da. Danny, guck mal. Reißt du dich hier rum, hast du das Wasser schon umgewinkt, oder was? Ich bin gerade dabei, aber Alphastein hat mich dabei gestört. Was ist das? Was ist das denn hier für ein neuer Automat? Da ist doch gar nichts drin, aber weil der sieht cool aus, der sieht ja aus wie ein Takis-Automat. Ja, vielleicht wird das ja einer. Takis? Oh oh, Stani, schick dir mal wieder arbeiten. Was macht er hier? Stell dir irgendwelche Automaten hier auf. Ja, Ente, besorg mir mal ein paar Takis, sag ich dir ehrlich, Alter. Ey, Mr. Stani, ich kann das machen. Ich kann das wirklich. Und bald haben sie Takis, okay? Ja, und den Müllautomaten von Alpha, der kommt weg hier. Weg hier einmal. Der kommt weg, der kommt nicht weg. Weg, Ente. Alpha, dein Automat ist down, ja. Und der wird auch bald down sein, wenn die keine Takis drin sind. Mr. Stani, die Takis werden bald kommen. Holen Sie sich los, die Takis kommen. Aber Ente, woher weißt du, dass da dann bald Takis kommen werden? Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie im Gefühl, Mr. Stani. Okay, sehr gut, weitermachen, Ente. Alpha, jetzt mach dein Automat da weg. Die bleiben hier. Der bleibt nicht hier. Mr. Stani will den nicht hier haben, Alpha, sonst mach ich den hier wieder weg. Komm, weg damit. Hey! Mach ihn jetzt weg, Alpha, den ich jetzt mit. Was soll das denn? Ja, ist okay, Automat, komm mit dir, wir gehen, komm auf mein. Ja, ist ein Automat mit Leute, egal, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich mein Automat hier fülle, weil ein leerer Automat, darum wird er für Mr. Stani auch hier besiegt, Leute. Jetzt verschwinde, Alpha! Komm, Automat, wir gehen jetzt, komm, wir suchen uns einen neuen Stern. Wieso läuft der Automat? Wieso kann der laufen? Lass mich raus, jetzt Aldi! Aldi! Alpha, ist niemand drin, Aldi! Ist da Aldi drin, oder was? Nein, da ist niemand drin. Komm Alpha, mit Aldi! Leute, die Warte, was dein Automat ist, einfach da ist Aldi drin, der muss jetzt... Wir müssen woanders aufschenken, folgt mir. Vielleicht hier hinten irgendwo. Oh, Leute, da ist da aber Aldi drin, einfach. Der muss da im Automat drin arbeiten und die Süßigkeit raus. Doch egal. Leute, ich habe in dem sein Mining-Drill gestappt und damit werde ich jetzt in die Seiten von den Takis-Laden einbrechen und werde alle Takis von der Kramix seinem Laden klauen und die einfach in meinen Automaten füllen. Somit bin ich der Einzige in der Stadt, der die Stadt mit Takis versorgen kann. Und alle Leute werden zu meinem Automat gehen und fleißig dort einkaufen. So, da drin sitzt ein Crybex, der mich schon zählt gerade seine Takis. Aber seine Taki-Takis sind gezählt, denn ich hole mir jetzt seine Takis. Powerbang ist ein Takis, den ganzen Was ist denn Crybex los? Das ist ja so komisch. So, der zieht seine Takis, Leute. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier durch die Wand durch und holen uns seine Takis. Ein Crybex, gib mir mein Takilein zurück. Ey, du Powerbirge, was machst du denn hier? Was ich hier mache, ein Crybex? Ich klau dir deine ganzen Takis. Ey, Powerbirge, du klaust... Tschüss. Ey, du klaust... trink erst mal eine Powerberger Limo. Ja, klar, trink eine Powerberger Limo. Trink ein bisschen Crybex von mir. Schau, die war wieder zu, was stimmt denn? Das war doch der echte Crybex, oder? Ey, bleib stehen, Mann. Oh, das ist so ein Alpha-Automat. Ich muss weg hier. Ich hab jetzt gerade so... Ich krieg dich. Oh, das sind mir gar nicht gut. Ich muss weglaufen, Leute. Ganz schnell weg. Ey, Powerberger. Oh, ich schick die Powerberger ab hier auf dich. Ich muss dich in Sicherheit bringen, Leute. Ich muss dich in Sicherheit bringen. So, warte. Ich weiß, wo du wohnst, Junge. Und jetzt verstecken wir uns heute vor einem Crybex. Oh. Hallo, Powerberger. Hast du Powerberger gesehen? Der ist irgendwie so komisch. Das ist nicht der echte Mann, aber der verfolgt mich. Wo ist der hin? Ente, wo bist du? Oh nein, der sucht mich. Bitte, bitte, darf ich mich finden, Leute.
Moment, ich muss so mein Taki-Automat jetzt gleich befüllen hier in der Stadt. Wenn ich dich finde, werde ich dich mit Takis abwerfen, Alter. Ohne Takis abwerfen, dann werde ich auch reich. Und Leute, guckt euch die Takis an. Wir haben jede Sorte wieder. Und wenn ich gerade noch meine Takis da raushol hier aus meiner Kiste, dann haben wir auch die seltene Rainbow-Taki-Sorte einfach hier in-game. So, warte, ich geh mal raus. Ich glaube, der müsste weg sein. Ich werde dich auf jeden Fall finden. Und der ist jetzt raus, endlich. Perfekt, Leute. Dann hole ich jetzt meine Rainbow-Takis raus. Und jetzt schaut mal, wir haben gerade jede einzelne Taki-Sort im Spiel einfach. Wir sind damit einer der reichsten Spieler, jedenfalls was Takis angeht. Und ich muss überlegen, welche Preise ich vielleicht habe für die Rainbow-Takis. Die werden die teuersten und die anderen für die verlangen ja dieselben Preise. Aber das wird teuer. Wir werden so viel Geld jetzt mit diesem einzelnen Taki-Automat machen. Let's go, Leute. Wir befüllen jetzt den Automaten mit den Takis. So, die Takis werden jetzt da reingefüllt in den Automaten. Und dann werde ich das Geschäft meines Lebens machen. So, Leute, mal sehen, ob es funktioniert. Denn jetzt kann man hier dran gehen und kann sich einfach für 2,30 Netherite-Blöcke Rainbow-Takis kaufen. Das ist so teuer, aber die sind so selten. Dann für 64 Netherite-Barren die Takis Fuego und für 64 Netherite-Barren die Cheesies und für 64 die Blue Heat, Leute. So, das war nicht der einzige Automat, denn ich werde jetzt noch mehr Automaten aufstellen. Denkt ihr, ich lasse einfach Stein das Geschäft übernehmen über die Takis? Ich werde das Geschäft regieren und zwar stellen wir jetzt hier noch einen Taki-Laden auf. Ich meine, einen Taki-Automat. So, perfekt. Dann noch von den Paulberger Limoland. Stimmt, noch ein Taki-Automat auf. Ich will mein Geld hier mitmachen, wenn er schon mein Prime-Laden zumacht. Dann hier vor den Bauladen kommt der nächste Taki-Automat hin. Und wir werden so viele in der Stadt platzieren. Perfekt. Ja, dann hier der nächste. Jetzt kann jeder Takis kaufen und kann mehr Geld in die Kasse spülen. So, und dem D-Laden kommt auch noch ein Taki-Automat hin. Na, Ente! Hä, bist du Stunny, ja? Was treibst du dich denn hier rum? Bist du Stunny? Ich war auf der Suche nach Takis und ich bin tatsächlich fündig geworden. Wie? Und zwar, Sie wissen ja, die Warteschlange beim Taki-Laden von iCrimex ist viel zu lang. Man kriegt eh keine Takis dort. Der rückt keiner raus. Aber Sie können hier bei diesem Automaten ja seltenste Takis kaufen. Sogar Regenbogen-Takis. Junge, Alter, hast du mal geguckt, wie teuer das ist? Ja, klar sind die teuer. Jeder möchte Takis, bis das Stani. Oh, ich werde mir direkt welche holen. Ich werde direkt welche holen. Ich super glaub, Arbeit, Ente. Ich glaube, da müsst ihr erstmal zur Bank fahren und ordentlich Geld abheben, bis ja, das Stani. Ja, ich hole jetzt Geld ab. Oh, Leute, der wirft sein ganzes Geld in den Automat rein. Das heißt, wenn der die Takis kauft, dann kriegen wir gleich richtig viel Geld. Und vielleicht können wir uns dann auch noch was Nices davon kaufen. Das wäre perfekt, Mann. Nachdem ich alle meine anderen Geschäfte verloren habe hier in der Minecraft-RP-Stadt. Da kommt Mr. Stunny auch wieder oben mit dem ordentlichen Batzgeld. Hier ist doch auch ein Automat gewesen. Oh, Ente beiseite, Ente beiseite. Also, ich brauche sogar Netherite-Blöcke, weil ich will diese neuen Rainbow-Dinger mal ja, testen. Ja, die sind anscheinend sehr lecker, bis das Stein. Die sind die besten anscheinend. Okay, Ente, woher willst du denn wissen, ob die lecker sind? Jetzt habe ich so ein Gefühl, ich kann mir die eh nicht leisten, Mr. Stani. Aber ich habe davon gelesen im Internet, dass es die besten oh, sind. Oh, oh, oh. Oh, Mr. Stani, und? Probiert sie mal. Oh, die Rainbow-Takis. Ich habe mir zweimal direkt gekauft. Ente. Zweimal? Ich ja, ja, zweimal. Das war mein letztes Geld, Ente. Mehr habe ich nicht mehr. Mehr haben wir nicht mehr fürs Autohaus. Warte. Und wie schmeckt's? Und wie hat's geschmeckt, Mr. Stunny? Mir geht's nicht so gut. Mir geht's nicht so gut. Hä? Was? Scharf für sie, oder was? Wow, Leute, der tritt ja komplett am Rad. Oh, Mr. Stunny, geht's gar nicht gut, glaube ich. Mir geht's so scharf. Oh! Leute, ich bin wieder respawned, aber Mr. Stunny, geht's dir gut? Ente. Ja, die waren so scharf. Die waren so scharf, Mr. Stunny. Sie hat die G-Klasse. Das war mein Auto. Das haben sie an die Wand gefahren. Ente, es tut mir leid. Die waren so scharf. Oh, Mr. Stunny, ist es gar nicht gut. Aber Leute, schaut mal. Ich habe beim Inventar ein Stack Netherite-Blöcke bekommen. Mr. Stunny ist da bezahlt. Mr. Stunny, wir können eine neue G-Klasse bestellen. Ich habe genug Geld. Oh nein, er ist weiter. Nicht gut, Leute. Mir geht's gar nicht gut. Das ist zu scharf für ihn. Ich glaube, Mr. Stunny verträgt kein scharfes Essen, Leute. Mr. Stunny, kommen Sie aus dem Wasser raus! Leute, der rennt einfach weg, der dreht komplett durch. Wir müssen schauen, ob unsere Automaten noch Berggewinn abwerfen. Denn wir wollen ja noch mehr Kunden hier haben in der Stadt. Hier will doch jeder Takis kaufen.
Leute, die kaufen wirklich meine Takis, obwohl die komplett überteuert sind im Automat, weil die haben. Alpha ist gerade im Automat, hoffentlich sabotiert die nicht. Haben wir verkauft? Oh, der Takis? Niemals, muss ich mir anschauen. Oh, Leute, der hat Geld ausgegeben, zwei Sorten gekauft. Ich hab 32 den Ride bekommen, er hat Takis gekauft. Ja, Mann. Oha! Jo, ey, wie du Paulberger! Oh, das ist wieder eine Fake Crybex, oder? Oh, ey, Max Bro, was geht komplett? Ich bin's, die Crybex, Paulberger 41! Paulberger ja, Limo! Guck mal, hier gibt's sogar Takis hier! Warte mal, Takis! Oh nein, den darf ich nicht merken, dass es Takis gibt! Fake Max, da gibt's keine Takis! Nee, Paulberger, gibt's da Paulberger Limo? Nein, Paulberger Limo gibt's nur bei deinem Laden, Max, das müsst du doch wissen! Ich mag gar nicht gut, ich will mein Geld zurück! Was sagst du, ich schmeck nicht gut? Ich will mein Geld zurück! Ich weiß nicht, wer das Geld von dem Automat bekommt, Alpha! Ich geh jetzt Paulberger Limo trinken! Ey, Alpha, was geht? Du hättest ja noch Burgerei an die Kind, Alpha! Ich verdrück es nicht. Leute, das ist gar nicht gut, aber egal. Ich glaube, die Leute vertragen die Takis allgemein nicht so gut, die ich verkaufe. Ich werde jetzt erstmal wissen, dass Stein ein anderes Auto kauft mit dem Geld, was ich gerade von Alpha Stein gemacht habe. Und durch Mr. Steiny. So, ich gehe jetzt hier rein. Welches Auto für Mr. Steiny soll ich mir kaufen, nachdem er meine G-Klasse geschrottet hat? Wie wär's, wenn ich mir hier oben... Der Lambo ist gerade auch nicht da, oder? Leute, es gibt gar nicht so krasse Autos im Angebot. Das krasseste ist eigentlich dieser Nissan hier. Der sieht cool aus. Und wenn ich mir den kaufen würde, mit dem Study Performance Geld, dann ist das Study. Hey, Edne, was willst du? Hast du deine Aufgaben erfüllt? Ja, klar. Ich habe den ganzen Ozean ein- und ausgeschüttet. Sehr gut, Edne. Was willst du jetzt von mir hier? Was machst du gerade? Study, ich würde gerne ein Auto kaufen. Was denn für ein Auto? Ja, haben Sie irgendwas Teureres als dieser Nissan oder der Cadillac oder das da? Ja, natürlich. Komm mit hoch, hier. Hä, da steht aber gerade gar nichts. Mr. Ja, Stani. Die habe ich doch eingelagert, du Dulli, Alter. Oha, was kostet der Lambo, Mr. Stani? Ente, sowas kannst du dir nicht leisten. Das ist für VIP-Kunden. Natürlich kann ich mir das leisten, Mr. Stani. Warum glauben Sie mir das nicht? Was sappelst du? Der Lambo kostet ein Stack Blöcke, Ente. Ein Stack Blöcke? Junge, den kann sich nur ein Crymax leisten. Also, du hast gar nicht so ein krasses Gehalt. Sicher? Ja. Also, runter mit der Ente an die Arbeit. Den hab ich aufgesammelt. Ente? Ja? Woher hast du das ganze Geld, Ente? Woher ich das Geld hab, Mr. Stani, das muss ich dir nicht sagen. Ich will den Lambo kaufen. Ente, bist du in kriminelle Machenschaften verwickelt? Nein, bin ich nicht, Mr. Stani. Ente, ich glaube, du bist kriminell geworden. Bin ich nicht, Mr. Stani. Ich verkaufe den Lambo. Der Lambo gehört dir, Ente. Mir? Oh, Leute, ich hab den Lambo. Aber der fährt ja nicht, ey. Mr. Stani, ich brauch Benzin. Ja, dann musst du zur Tankstelle gehen. Wie soll ich zur Tankstelle gehen, wenn ich nicht fahren kann? Ja, okay, Ente, weil du es bist. Ich hol dir Benzin. Oh, Leute, ich hab dir gerade rausgeplappert, dass ich die Takis verkaufe. Ich darf das nicht sagen, denn nur ein Crybex hat den Taki geladen. Und wenn die raus, dass ich das Geld bekomme und überteuerte Preise verlange, damit Mr. Stani aus mir Ente süß sauer macht oder so. Hier, Ente, nimm das mal. Oh, danke, Mr. Stani. Ich hab doch ein Trinkgeld für Sie fürs Benzin holen. Ente, mir wurde an der Tankstelle erzählt, dass du die Automaten aufgestellt haben sollst. Meinst du, diese teuren. Die süß. Ich kenne Automaten, die können einfach Stein. Ja. Nein, diese Takis-Automaten, diese überteuerten, die jetzt hier neuerdings unterwegs sind. Und ich wurde nämlich von so einem Takis-Automat abgezogen. Wie abgezogen bist du, Stani? Ja, da gab es Rainbow-Takis, die total eklig geschmeckt haben. Wie, die haben eklig geschmeckt? Was sagst du da? Ja, die haben richtig eklig geschmeckt. Und wenn ich den Typen finde, komm mal mit, Ende. Ich zeig dir mal kurz. Komm mit. Was ich mit dem Typen mache, wenn ich den finden sollte, ja? Der diesen Automaten gehört. Den werde ich hier. Guck, Ente. Guck genau hin, Ente. Oh nein. Hey, der macht uns den Automaten fertig. Ja, das... Ente? Ja? Unseren Automaten? Hä? Ich meine natürlich den Automaten, den Armautomaten. Ente, du hast damit nichts zu tun, oder? Vielleicht. Ich muss weg, Leute. Weg Ente, hier. Ente, bleib stehen.